Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen hat Gesundheitsminister Spahn dringend dazu aufgerufen, über Ostern Kontakte und Mobilität herunterzufahren. Er verwies auf jüngste Warnungen der Deutschen Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin. Deren Präsident Karajanidis drängt zu einem harten Lockdown, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen, zusätzlich zu Impfungen und Tests. Nur so lasse sich ein Überlaufen der Intensivstationen noch verhindern, sagte er der Rheinischen Post. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut 20.472 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden, rund 4.400 mehr als vergangenen Samstag. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter auf knapp 125. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 100. Raus aus dem Homeoffice, rein in die Osterferien, wie etwa hier in Bayern. Doch lassen sich Kontakte vermeiden, ohne offizielle Osterruhe? Bei einer Online-Diskussion zeigt sich der Gesundheitsminister besorgt über die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Sie liegt bundesweit bei fast 20.500. Wenn wir die Zahlen nehmen, auch die Entwicklung heute, brauchen wir eigentlich noch mal 10, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität, Lockdown, wenn Sie es so nennen wollen, dann könnten wir anschließend genau diese Öffnungsschritte gehen, die wir jetzt in Städten, in Regionen mit niedriger Inzidenz wie in Tübingen ja jetzt schon sehen. Nach Ostern dürfen auch Hausärzte impfen. In Modellpraxen zeigt sich schon jetzt, immer wieder bleiben Impfdosen übrig. Hausärzte dürfen dann von der Impfreihenfolge abweichen. So impfen wir vielleicht 10-20% von unseren Impfdosen letztendlich auch schon an jüngere oder gesündere Menschen. Vielen reicht das nicht. Bayern fordert erneut, Spahn müsse sich um die Bestellung von Sputnik V kümmern. Es müsse schnell über die Zulassung des russischen Impfstoffs entschieden werden. Ministerpräsident Söder verknüpft diese Erwartung mit deutlicher Kritik am bisherigen bürokratischen Vorgehen. Dieses endlose Vertrösten auf den Sommer und den Herbst ist etwas, was, glaube ich, mit der Stimmungslage und der Geduld der Menschen nicht einhergeht, zumal in anderen Ländern der Welt einfach schneller geimpft wird. Für mich ist es unverständlich, dass wir immer wieder in dieselbe Diskussion kommen. Brauchen wir einen Impfstoff? Wie muss er zugelassen werden? Sollen wir den kaufen? Diskussionen gibt es auch um die Corona-Tests in Unternehmen. Die SPD-Spitze fordert, Firmen müssten verpflichtet werden, ihre Mitarbeiter auf Covid-19 zu testen. SPD-Arbeitsminister Heil setzt bislang auf eine Selbstverpflichtung der Unternehmen. Ich glaube, wir sind in einer so kritischen Phase der Pandemie, dass wir uns jetzt mit Freiwilligkeit nicht lange aufhalten dürfen. Alle die ohnehin freiwillig testen, die tun das auch, wenn wir es verpflichtend machen. Nur diejenigen, die sich bislang, ich sag jetzt mal, dran vorbeimogeln, die müssen mit dabei sein. Eigentlich sollte es einen konsequenteren Lockdown geben, so die Idee der Notbremse. Außerdem mehr Impfstoff und Unternehmen sollten mehr testen. Eigentlich. Die Politik überschlägt sich mit Forderungen. Was bleibt? Die Ungewissheit, was davon jetzt umgesetzt wird. In Myanmar hat die Gewalt des Militärs offenbar ein neues Ausmaß erreicht. Wie mehrere lokale Medien berichten, wurden bei landesweiten Protesten mehr als 100 Demonstrantinnen und Demonstranten getötet, unter ihnen auch Kinder. Das wären so viele Tote wie an keinem anderen Tag seit dem Putsch Anfang Februar. Die UN und die USA verurteilten die Gewalteskalation aufs Schärfste. Die EU nannte die Tötung unbewaffneter Zivilisten unentschuldbar. Wer hier dabei ist, riskiert sein Leben. Das hatte die Armee zuvor angedroht und wahrgemacht. Bei den heutigen Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar eröffnen die Soldaten das Feuer. Zahlreiche Menschen sterben, viele durch Kopfschuss. Demonstranten, die Schwerverletzte panisch wegtragen, diese Szenen spielen sich in vielen Teilen des Landes ab. Augenzeugen sprechen vom blutigsten Tag seit Beginn der Proteste. Die Armee in Myanmar will Härte und Stärke zeigen. Bei einer traditionellen Militärparade in der Hauptstadt Naypyidaw lässt die Junta tausende Soldaten aufmarschieren, flankiert von Panzern und Raketen. Armeechef Min Aung Hlaing verurteilt die andauernden Proteste im Land, bezeichnet sie als Terrorismus und versichert erneut, dass es demokratische Wahlen geben werde. Sobald der Notstand vorbei ist, wird es wieder eine freie und faire Abstimmung geben und die Staatspflichten werden zurückgegeben.
Ein Datum dafür nannte er allerdings nicht. Das Vorgehen der Armee stößt international auf Kritik. Der UN-Gesandte des ehemaligen Parlaments von Myanmar, derzeit im Exil in Großbritannien, bezeichnet die Generäle als Kriegsverbrecher. Wir müssen sie bitten, mit uns an den Verhandlungstisch zu kommen. Wenn sie unsere Führung nicht freigeben, wenn sie nicht aufhören, unsere eigenen Leute umzubringen, dann gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie zu klären. Seit der Machtübernahme Anfang Februar gibt es fast täglich Proteste in Myanmar. Die Demonstranten fordern die Freilassung der de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Insgesamt mehr als 300 Menschen sollen bislang ums Leben gekommen sein. Mindestens 2600 wurden verhaftet. Ein Ende der Proteste und der Gewalt nicht in Sicht. In der Türkei haben erneut tausende Frauen gegen die Politik der Regierung protestiert. Hintergrund ist der Austritt des Landes aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Präsident Erdogan hatte den Schritt vor einer Woche veranlasst. Nach Angaben von Frauenrechtsorganisationen nehmen Gewalttaten gegen Frauen in der Türkei zu. Wir haben keine Angst vor euch und werden euch nicht gehorchen, rufen die Frauen auf der Demo in Istanbul immer wieder. Sie protestieren gegen eine ihrer Ansicht nach frauenverachtende Politik der Regierung. Die Morde an Frauen steigen immer weiter. Wir sind an einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Sie hätten darüber sprechen müssen, wie man die Istanbul-Konvention endlich richtig umsetzt. Stattdessen sind sie ausgestiegen. Das ist unfassbar. Mehr als 400 Frauenmorde im vergangenen Jahr. Und dennoch stieg die Türkei vor einer Woche aus der Istanbul-Konvention, die Frauen und sexuelle Minderheiten vor Gewalt schützen soll, aus. Präsident Erdogan hatte diesen Schritt per Dekret durchgesetzt. Den Vorwurf vieler Juristen und der Opposition, die Entscheidung hätte das Parlament treffen müssen, wischte er gestern beiseite. Unsere Entscheidung steht fest. So wie wir damals beigetreten sind, treten wir nun eben wieder aus. Niemand sollte sich da einmischen. Erdogan wolle mit dem Ausstieg ultrakonservative Kräfte zufriedenstellen, sagen Beobachter. Die offizielle Begründung aus Ankara, das Abkommen würde Homosexualität normalisieren, das sei ein Verstoß gegen die Werte der Türkei. Seiner Türkei, nicht unserer, sagen die Frauen auf der Demo und fordern die Wiederaufnahme der Konvention. Welcher Mann fühlt sich unsicher, wenn er abends allein nach Hause läuft? Wir haben Angst. Wir sagen Nein zu diesem System. Fast wöchentlich erschüttern Gewaltverbrechen an Frauen die Türkei. Zum Teil auf offener Straße. Der Ausstieg aus der Istanbul-Konvention, so Beobachter, sei ein fatales Signal an alle Täter. US-Präsident Biden hat 40 Staats- und Regierungschefs zu einem Online-Klimagipfel eingeladen. Dieser soll Ende April stattfinden und live im Internet übertragen werden. Auch Russland und China seien eingeladen, bestätigte Biden. Der Gipfel gilt als Teil seines Vorhabens, den USA wieder eine aktive Rolle im Kampf gegen die Klimakrise zu geben. Unter Bidens Vorgänger Trump waren die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Punkt 20.30 Uhr Ortszeit gingen im Hafen von Sydney heute die Lichter aus. Es folgten viele weitere Städte, die sich an der sogenannten Earth Hour beteiligten. Eine weltweite Klimaschutzaktion, bei der jedes Jahr im März Millionen Menschen rund um den Globus für eine Stunde die Beleuchtung ausschalten, um ein Zeichen für den Schutz des Planeten zu setzen. Den fünften Tag in Folge ist der Suezkanal in Ägypten von einem feststeckenden Containerschiff blockiert. Schlepper und Bagger sind im Einsatz, um das Schiff und damit eine der wichtigsten Wasserstraßen im weltweiten Handel wieder frei zu bekommen. Zwar gäbe es leichte Bewegung, teilten die Behörden mit, aber die Ever Given liege weiter auf Grund. Vor zwei Tagen ist die deutsche Nationalmannschaft gegen Island erfolgreich in die Qualifikation für die Fußball-WM in Katar 2022 gestartet. Heute nun musste Bundestrainer Löw sein Team in Bukarest auf den wohl schwersten Gegner in der Gruppe einstimmen, Rumänien. Morgen Abend wird die Partie angepfiffen. Am 35. Geburtstag nach Bukarest zu fliegen, ist für Manuel Neuer alles andere als eine Feierreise. Es geht nämlich darum, auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel zu überzeugen. Joachim Löw und Co. haben einen soliden Auftritt hingelegt beim 3:0 über Island. Die Resonanz war positiv, gerade was das Mittelfeld anbetraf. Und schon machen Ideen die Runde, auf einen starken Bayern-Block zu setzen bei der EM, der dann für Furore sorgen soll.
Ein Block kann helfen. Und im Moment ist sicherlich gut, dass die Bayern-Spieler so aufeinander abgestimmt sind. Aber das ist für mich jetzt kein Kriterium, einzelne Spieler irgendwie aufzustellen. Niklas Süle ist nicht mehr mit von der Partie. Abgereist, Oberschenkelprobleme. Alle anderen konnten sich nach weiteren negativ verlaufenden Corona-Testreihen zur wichtigen Partie nach Rumänien aufmachen. Ja, dadurch, dass sich nur der Erste direkt qualifiziert, ist jedes Spiel ein Schlüsselspiel. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Aber auch abseits des Platzes hatte Löw heute viel zu tun. Zu erklären etwa, dass die T-Shirt-Aktion für Menschenrechte in Katar nicht zu Marketing-Selbstzwecken des DFB diente. Wenn jemand denkt, dass unsere Spieler sich aus Marketinggründen oder zu Marketingzwecken vor so einen Karren sperren lassen, dann der irrt dann wirklich auch gewaltig. Personell hat Löw bekräftigt, die Abwehr morgen nicht verändern zu wollen. Offen ist, ob Goretzka und Sané rechtzeitig fit werden. In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt das Topspiel gegen den THW Kiel für sich entschieden. Nach der Niederlage im Hinspiel konnten sich die Flensburger dieses Mal durchsetzen mit 31:28. Damit übernimmt die SG die Führung in der Tabelle. Riesenjubel bei Flensburgs Handballern. Mit dem Sieg gegen Titelverteidiger Kiel haben sie die Tabellenführung zurückerobert. Ich bin unglaublich stolz, wie die Jungs das heute gemacht haben. Ich hatte keine Möglichkeiten zu wechseln. Und also wirklich bis zur letzten Sekunde haben die Jungs richtig investiert. In dem 104. Landesderby, Corona-bedingt erstmals ohne Zuschauer, erwischen die Flensburger am Heimspiel den besseren Start. Wanne zum 3:2. Flensburgs Trainer Machulla muss danach mit ansehen, wie seinem Team mehrere technische Fehler unterlaufen. Tabellenführer Kiel nutzt diese konsequent zu einer 3-Tore-Führung. Das Spitzenspiel danach ausgeglichen, hart umkämpft und mit viel Tempo. Kiels Sargosen mit dem 9:8 und Sekunden später im direkten Gegenstoß der herausragende Wanne mit dem Ausgleich. Zur Pause Flensburg 17:15 vorne und auch in der zweiten Halbzeit mit dem besseren Beginn. Das 20:17 durch Sjögaard herrlich herausgespielt. Kiels Trainer Jicha verzweifelt, sein Team vergibt beste Chancen wie diesen 7 Meter. Und wenn der THW trifft, dann hat die SG aus Flensburg immer eine schnelle Antwort parat. So wie hier Gottfriedsson. Am Ende siegt Flensburg mit 31:28 und erobert Platz 1 in der Bundesliga zurück. In der kommenden Nacht wird wieder an den Uhren gedreht. Es beginnt die mitteleuropäische Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt auf dann 3 Uhr. Damit bleibt es abends länger hell. Die Sommerzeit gilt bis Ende Oktober. Und hier die Lottozahlen. 4, 12, 13, 19, 31, 46, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 28. März. Der Luftdruck steigt wieder und von Süden wird es in den nächsten Tagen immer sonniger und deutlich wärmer. Heute Nacht gibt's im Osten noch letzte Schauer, sonst teils wolkig, teils klar. Von Nordwesten werden die Wolken später dichter und an der Nordsee fallen ein paar Tropfen. Morgen etwa nördlich eine Linie Münsterland-Berlin bedeckt und zeitweise regnet es leicht, dabei windig mit Sturmböen an der Nordsee. In der Mitte gibt's eine Mischung aus Wolken und Sonne, die im Süden oft ungestört scheint. Heute Nacht 5 bis 1 Grad, in der Südhälfte regional leichter Frost. An der Nordsee sowie im östlichen Bergland morgen noch einstellige Werte, sonst 10 bis 17 Grad. Am Montag nordöstlich der Elbe Anfang stellenweise Regen, sonst vielerorts sonnig und warm. In den folgenden Tagen verbreitet Sonnenschein und am Mittwoch sind zumindest im Südwesten sommerliche 25 Grad möglich.